Matthäus. Moin. Bevor wir über Regensburg sprechen, lass uns noch einmal kurz zurückschauen. Punkte immer noch Schalke, gute Mannschaftsleistung. Wie war die Stimmung danach im Training, in der Mannschaft? Es war schon ein bisschen so, dass wir, wenn man einmal vorne liegt und man gefühlt das Spiel unter Kontrolle hatte, nicht mehr großartig was zugelassen hat, dann war man nach dem Spiel schon ein bisschen enttäuscht, dass man nicht die 3 Punkte geholt hat. Vor dem Spiel hätten wir sicherlich unterschrieben mit den ganzen Ausfällen, die wir hatten. Und man wusste auch nicht genau, wie man aus der Winterpause rauskommt. Im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, aber zufrieden, dass wir einen Punkt geholt haben zumindest. Wir vergleichen das immer ein bisschen mit der Hinrunde. Wir haben jetzt 4 Punkte mehr als in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt und wollen das so weitermachen. Ihr habt ja am Sonntag mit dir, Hauke und Marco, in einer neuen Konstellation gespielt mit 3 nominellen Innenverteidigern. Nimm uns mal mit, wie war das auf dem Platz? Wie war die Abstimmung zwischen euch? Gut, klar, Hauke hatte auch ein bisschen Trainingsrückstand, Marco sowieso nach einer langen Verletzung. Ich hatte bis dahin auch noch kein Testspiel gemacht in einer Wintervorbereitung. Von daher waren wir sehr überrascht, wie gut es auch direkt funktioniert hat. Klar, wir kennen uns jetzt alle schon ein bisschen, wir wissen, wie der andere spielt, was der andere mag. Von daher haben wir dann nicht eine lange Eingewöhnungsphase gebraucht. Und gegen Pauli hatten wir es ja auch schon in der gleichen Formation gespielt mit anderen Spielern. Und da hat es uns Vertrauen gegeben, dass es auch gegen Schalke gut klappen kann. Und das war dann nachher der Fall. Okay. Mit dem SSV Jahn Regensburg wartet jetzt der Tabellen-Siebte auf euch. Die Regensburger sind direkt mit einem 3-0 gegen Sandhausen gestartet. Wie schätzt du sie ein? Was erwartest du da für ein Spiel? Ein schwieriges, umkämpftes Spiel auf jeden Fall. Das ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie kann und was sie nicht kann. Und ja, wie sie die Hinrunde gespielt haben, waren wir alle, glaube ich, ein bisschen überrascht, wie souverän die da durchgegangen sind, wie viele Punkte die geholt haben, vor allen Dingen am Anfang. Dann war ich so ein bisschen, hatte ich gedacht, wie kommen sie wohl aus der Winterpause, weil oft Teams, die in der Hinrunde gut sind, kommen dann schwierig wieder in die Rückrunde. Da haben sie einen souveränen 3-0-Sieg gegen Sandhausen hingelegt. Von daher wartet auf uns ein eingespieltes Team, was jedes Spiel gewinnen kann, aber was man auch auf jeden Fall knacken kann. Und dann darauf setzen wir. Zuletzt lief es für euch vor allem im Holsteinstadion sehr gut. Der letzte Sieg in der Fremde ist allerdings schon eine Weile her. Das war das 2-1 gegen Paderborn im September. Was stimmt dich trotzdem optimistisch, dass es jetzt mit dem nächsten Auswärtsdreier klappt? Dass wir uns damit eigentlich gar nicht so viel beschäftigen, ob wir jetzt zu Hause oder auswärts spielen, sondern einfach, dass wir uns um unser Spiel kümmern, dass wir das deutlich verbessert haben im Vergleich zur Hinserie. Und darauf hoffen wir und darauf bauen wir auf, dass wir die Abläufe besser drin haben als noch vor ein paar Wochen. Und die Ergebnisse der letzten Spiele zeigen das auch und da wollen wir anknüpfen. Dann hoffen wir, dass es klappt. Viel Erfolg. Dankeschön.